Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Lego Intel 2, dem Let's Play von mir, wo ich Pepper spiele, den verrückten Pizza aus Austräger? Lieferanten, ja. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben, nachdem wir mit diesem coolen Auto hier und dem stationären MG, was hier aber fehlt, auf Schlangen geschossen haben. So, wo befinden wir uns jetzt? Hier ist ein Sphinx, da sind die drei Leute, mit denen wir reden müssen, aber das lassen wir erstmal. Dann können wir noch ein Stück weitergehen. Da ist ein Eingang zu einem Tempel mit schön vielen Obelisken und ein rotes Auto, wow, Oldtimer. Und lauter hier Kristalle, die wir jetzt erstmal einsammeln. Währenddessen erzähle ich euch mal etwas, was euch so dringend interessiert. Ich habe jetzt einen unglaublich tollen neuen Schreibtischstuhl und bin jetzt total entspannt beim Zocken. Das hat euch jetzt alle so brennend interessiert, dass ihr natürlich jetzt bei euch zu Hause rumrennt, zu eurem besten Freund rennt und sagt, oh mein Gott, Mr. Müll hat einen neuen Stuhl. Wow. Habt ihr das gesehen? Was zur... okay. Super, es fängt ja schon gut an. Lass mal hier hoch. Die Cheops-Pyramiden in billig. Aber in Lego-Grafik, viel cooler. Da oben ist einer. Da wollen wir hin. Boah, Pepper. Hallo, Pepper. Du sollst da hochgehen. Ist dir klar, oder? Dann machen wir einfach so. Hui. Oh, Skorpione des Teufels. Oh mein Gott. Ja, sie haben mich wirklich angegriffen. Woher wissen sie, dass sie mich angreifen müssen? Egal. Nein. Oh, Pepper. Oh Gott. Au. Nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, wir laufen jetzt gegen die Wand. Nein, schon wieder falsche Ebene. Na komm, jetzt aber. Zing, 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 zing. Na, komm, komm, komm. Ja, und jetzt laufen wir da lang. Einfach so. Wow, wir sind durchsichtig. Okay. Ich glaube, wir surfen jetzt einfach mal auf den Steinplatten über den Sand zu den netten Herren da hinten. Jo, machen wir doch einfach mal. Und weg. So, wir reden mit Joe. Wow. Hey, Pepper, hier gefällt's mir. Hier ist es schattiger. Toll. Hey, Pepper, macht dir das Abenteuer Spaß? Jo, Moment, er hat gesagt, hier ist es schattiger. Wo ist hier Schatten? Ach, was soll's. Wow. Es ist schön, einen anderen Experten auf dem Gebiet zu treffen. Experten für was? Was muss ich hier... Hä? Moment. Gut gemacht, Pepper. Ach so, jetzt musst ja. Du ins Innere des jetzt kommt gleich ein Minispiel, was bei mir irgendwie nicht ganz funktioniert, aufgrund der Steuerung. Egal, wir machen's trotzdem. Bis gleich. So, wir müssen jetzt die Schlangen prügeln. Um die Juwelen bzw. Smaragde zu kriegen. Und die Schlangen kommen aus den Töpfen. Das funktioniert aber nicht wirklich sehr gut. Die Steuerung ist ein bisschen schlecht geraten. Aber es geht trotzdem. So, wir klauen ihn erstmal Ding und dann hauen wir ihn. Stirb. Stirb. Bam. Wir hauen Schlangen. Wir sind Tierquäler. Sieht aber auch zu genial aus. So. Kommt mal bitte einer mit dem Smaragd auf den Kopf. Das wäre ganz nett. Ja, der da. Ui, wir klauen ihn seinen Schmaragd. Zing. Oh nein, 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 ich will dann Smaragd. Smaragd, jetzt sage ich schon wieder. Smaragd, bitte. Boah, Pepper ist echt gnadenlos. Der haut die kaputt bis zum geht nicht mehr, nur weil sie Smaragde geklaut haben. Pepper, ich habe keinen Respekt mehr vor dir. Du bist ein Tierquäler, das weißt du aber. So. Oh, es läuft doch gar nicht so schlecht. In den Testaufnahmen lief viel schlechter. So. Jetzt haben wir, glaube ich, nur einen nicht erwischt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber... Oh, oh, jawohl. Und hinten, die Skelettköpfe zeigen irgendwas. Ich weiß nicht wieso, aber sie tut. Zing. Boah, woher haben wir eigentlich diese Holzplatte? Oh, dann kommt... Jawohl. Nein, falsch. Oh, jetzt... Ja, so, bitte. Geht doch. Bong. Und diese realistischen Geräusche, wenn wir die Schlangen hauen. Oh, die Zeit geht... Jawohl, wir haben noch einen gekriegt. Das war eigentlich nur ein Reflex. Und weiter, weiter, weiter. Oh, es ist schwieriger, als es aussieht und ich bin viel zu blöd. Oh. Komm, noch ein Schmarrack. Jetzt wollte ich schon wieder Schmarrack sagen. Oh, das war, glaube ich, nur Bronze. Egal, wir sehen uns gleich wieder. Es hat geklappt, zumindest. Pepper, im Mumiengrab wurde eine Seite ausgemacht. Wobei ausgemacht nicht heißen soll, dass sie vorher gebrannt hat. Du weißt schon, wie ich das meine. Die Seite ist dort jemandem ins Auge gefallen. Will heißen, jemand hat sie dort gesehen. Wie auch immer, auf jeden Fall ist im
einer verschlossenen Tür. Du musst zuerst in die Kammer der Mumienfahrer gehen und dort den Schlüssel finden. Oh, das habe ich beinahe vergessen. Eine Seite ist der Mumiengrab, eine weitere ist auf der Oase und ich habe gerade gehört, dass im Dschungel noch eine ist. Bis dann, mein Bester. Ah, und alles Gute. Also dann, hier ist der Plan. Wir nehmen den Doppeldecker. Wenn Dr. Kilroy Pepper seinen Wüstenflitzer leiht, kann er nachkommen, sobald er hier fertig ist. Klingt vernünftig, glaube ich jedenfalls. Pepper stößt auf der Oase zu uns. Okay, und ich darf im Flugzeug hinten sitzen. Das wird lustig, sehr gut. Genau. Fräulein Red, können Sie vielleicht einen Wegweiser für Pepper machen? Irgendein Zeichen, damit er uns auf der Oase findet. Oh ja, wie lustig. Lustig? Na, Sie sind vielleicht lustig, Fräulein Red. Aber deshalb mögen wir Sie ja auch alle. Also, Pepper, wenn du hier fertig bist, Treffpunkt Doppeldecker bei der Oase. Okidoki, dann mache ich mich mal auf zur Kammer der Mumienpaare. Ja, ihr habt's gehört, unsere Aufgabe. Kleine Sache, die mir aufgefallen ist. Irgendwie kommt mir der Professor vor wie Quirrell, Professor Quirrell aus den, hier, Harry Potter Film. Ihr habt's gehört, wir müssen erst hier rein, zur Kammer der Mumienpaare, wo ein sehr, sehr geiles Spiel auf uns wartet. Und dann wartet eine wilde Fahrt auf uns in seinem Wüstenflitzer. Und danach müssen wir zur Oase und ja, ihr habt's ja gehört. Fest steht also hier, die Adventure-Insel ist sowas von facettenreich. Und bevor ich weiter Nonsens plappere, gehen wir mal in die Kammer der Mumienpaare. Bis gleich. Ja, wir sind in der Kammer der Mumienpaare und was müssen wir hier machen? So, wir laufen erstmal diesen coolen Gang hier lang. Ich kann nur nicht schneller gehen und ihr seht schon da hinten den tanzenden Skelettritter und seine Freunde. Und ihr seht hier, wir haben, wie gesagt, oben einen Timer laufen, in der wir das erledigt haben müssen. Und es ist eigentlich ziemlich einfach und ihr kennt das Spiel alle. Es ist Memory, genau, wir müssen hier die Paare zusammensuchen. Oh, blau und gelb passt natürlich nicht. Oh, jawohl. Zweimal gelbes Hackebein oder Feder. Wow, und da kommen Skelette rausgejumpt. Lila Arm. Zu lila Arm, sehr schön. Was haben wir hier? Blauer Fuß, du. Blauer Fuß. Ja, das ist nicht schwer. Aber es ist auch ganz lustig, vor allen Dingen, wenn man hier gegen die läuft. Boah, wir werden geflasht. Was gibt's denn hier? Grüner Vogel zu rotes Hackebein. Oder Feder. Feder ist, glaube ich, besser. Orangener Arm zu. Orangenarm, yay, weg da. Boah, Suizid. Rote Feder war hier. Sehr schön. Und das letzte Paar. Ja, das ist echt nicht schwer. Aber trotzdem ganz lustig gemacht hier mit der Atmosphäre. Und jetzt kommt hier der Master-Schlüssel aus Zelda. Nein. Hier, nimm mal. Der große Schlüssel, meinte ich. Und jetzt kommt gleich was Lustiges. Ihr seht schon die Seite da hinten. Die Musik verändert sich. Oh, eine Planke. Und sieht er den Stein da oben? Irgendwie macht er mir Angst. Noch eine Konstruktopedia-Seite. Ich bin... Oh mein Gott! Indiana Jones war Arme! Oh, das ist nicht schwer. Oh mein Gott! Hilfe! Bams! Bitter Eindruck, Pepper. Du hast ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Und dem riesigen Felsblock bist du mit beinahe schlafwandlerischem Instinkt ausgewichen. Ja, das ist unsere Aufgabe als Pizzalieferant. Wir müssen öfters vor dem Hund flüchten. Ja, wir sehen uns gleich nach der Ladepause. So, wir sind wieder zurück. Wir haben die Kammer der Mumienpaare erfolgreich hinter uns. Und jetzt kommt etwas... Oh, Moment, wir gehen erstmal da. Ist da noch ein Smaragd? Ich weiß nicht, warum ich die sammle, aber ich sammle sie. Oh, Smaragd. Und jetzt lassen wir uns kurz nochmal piepsen. Pieksen meinte ich, aber der Skorpion hatte Angst. Und jetzt kommt ein sehr, sehr... Wie soll ich das sagen? Interessantes, Minispiel. Mit dem Wüstenflitzer. Allerdings muss ich euch vorwarnen, was ihr jetzt seht, ist ein Beispiel dafür, wie jemand überhaupt kein Skill in einem Spiel haben kann. Und freut euch schon mal drauf. Bis gleich nach der Ladepause. So, was müssen wir tun? Wir müssen mit dem Wüstenflitzer fahren. Oh, Moment. Wo gebe ich Gas? Ah, und das auf Zeit. Und ich versau's gleich mal am Anfang. Wieso gebe ich kein Gas? Ah, falscher Knopf. Oh mein Gott. Lego-Steine. Oh, wir dürfen natürlich nirgendwo gegenfahren. Oh mein Gott, ich kann das überhaupt nicht. Die Steuerung ist aber auch nicht so perfekt. Mit den roten Stoppeln, glaube ich, ist ein Jahr, die wir... Oh Gott!